Ja, einen schönen guten Tag. Schauen wir uns einfach nur die Fakten an. Wir haben 15,6% geholt. Das ist prozentual eine deutliche Zunahme. Wir haben 84.000 neue Wählerinnen und Wähler begeistern können für die Linke. Die Linke Berlin ist drittstärkste Kraft geworden. Und die stärkste Wählergruppe, das sind die unter 30-Jährigen. Wir sind im Westen zweistellig in allen BVVen in Fraktionsstärke eingezogen. Kurzum, wir hatten gestern allen Grund zum Feiern. Die Linke ist als einzige im Bundestag vertretene Partei, oder die Linke hat als einzige im Bundestag vertretene Partei gestern zugelegt. Und das macht nicht nur Mut für Berlin, ich finde, das macht auch Mut für das ganze Land, das macht Mut für neue linke Mehrheiten. Ich denke, gestern ist in Berlin eine Haltung belohnt worden, und zwar eine Haltung, die klar für Weltoffenheit steht, ohne opportunistisches Wanken und Weichen, die zudem einen deutlichen Veränderungswillen ausgestrahlt hat und ganz nah dran war an den sozialen Problemen der Menschen, wie steigende Mieten, steigende Fahrpreise bei Bus und Bahn. Die Wahlkampagne stand unter dem Motto, die Stadt gehört euch. Und das war auch Ausdruck einer Haltung, nämlich es geht nicht, Politik über die Köpfe der Menschen hinweg zu machen, sondern ganz klar auch die Ansage, die Stadt gehört euch, meint auch, die Stadt gehört nicht den Miethaien, sie gehört nicht den Baulöwen, sie gehört nicht nur den obersten 10%. Und ich glaube, wenn man Politik anders machen will in diesem Land, dann muss man auch bereit sein, sich mit diesen Kräften anzulegen. Vielen Dank. Wir freuen uns alle über dieses Wahlergebnis. Auch heute Morgen im Parteivorstand wurde viel Beifall geklatscht für einen tollen Wahlkampf, den die Berliner gemacht haben. Natürlich stellt sich jetzt immer die Frage, was ziehen wir daraus für Schlussfolgerungen für den Bund und für die Bundestagswahl? Die erste Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen, die Große Koalition in Berlin ist abgewählt worden, also Große Koalitionen können abgewählt werden. Es ist eine linke Mehrheit, zumindest eine links von den bürgerlichen Parteien möglich. Auch das hat Berlin bewiesen, und zwar wirklich mit einem klaren, profilierten Wahlkampf in sozialen Fragen, aber auch gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Also es ist durchaus möglich, Frau Merkel und Herrn Seehofer bei der nächsten Bundestagswahl abzulösen. Die Linke wird ihren Beitrag dazu leisten. Wir schöpfen Mut für unser eigenes Profil, für unser eigenes Auftreten. Wir wissen, dass wir insbesondere bei jungen Leuten gewaltig zugelegt haben. Wir wissen, dass wir fast in allen Beschäftigtengruppen zugelegt haben. Wir wissen, dass wir bei den Erwerbslosen nacharbeiten müssen, dass sie tatsächlich uns als ihre Vertretung angucken. Das werden wir berücksichtigen bei der weiteren Profilierung der Partei in die Bundesebene rein. Für Spekulationen über Rot-Rot-Grün ist das deutlich zu früh. Wir haben gesagt, wir wollen einen grundlegenden Politikwechsel erreichen. Den binden wir an 5 Punkte mindestens. Erstens, dass die Hälfte der Generation Armutsrenten bekommt, können wir nicht akzeptieren. Wir brauchen ein deutlich höheres Rentenniveau. Wir brauchen deutlich höhere Löhne. Wir brauchen ein Programm gegen prekäre Arbeit, unsichere Arbeitsverhältnisse. Wir brauchen mehr Investitionen ins Öffentliche. Wir brauchen Umverteilung, um das finanzieren zu können, gerechte Verteilung des Reichtums. Und wir brauchen Friedenspolitik. Die Linke steht auf 2 Beinen, Frieden und soziale Gerechtigkeit. Kein Bein kann umgeschlagen werden, ohne dass die Linke insgesamt fällt. Diesen Kurs werden wir die nächsten Monate konsequent verfolgen. Ja, Katja Kipping hat es schon mal gesagt, ich werde es trotzdem noch mal sagen, weil es sich auch so schön anhört. Im Westen zweistellig, flächendeckend zweistellig, im Osten stärkste Partei. Bei deutlich erhöhter Wahlbeteiligung, nicht nur prozentual, sondern absolut zugelegt, drittstärkste Partei im kommenden Berliner Abgeordnetenhaus. Damit haben wir unser Wahlziel deutlich übererfüllt. Das war eine harte Auseinandersetzung unter nicht ganz so einfachen Bedingungen. Sie alle haben die Debatten der letzten Wochen mitbekommen. Stand auch immer wieder die Frage, inwieweit der Aufstieg des Rechtspopulismus eine Gefahr für die Linke ist. Wir haben in Berlin, glaube ich, deutlich gemacht, dass man mit einer klaren Politik, die versucht, Hoffnung zu machen, und die Berlinerinnen und Berliner auch wieder zu Akteuren der Stadtpolitik macht, durchaus punkten kann.
Damit ist eine hohe Erwartung verbunden an uns, aber weil ja jetzt auch schon darüber spekuliert wird, was passiert die nächsten Tage im Rahmen von Sondierungen, im Rahmen von möglichen Verhandlungen, es muss tatsächlich eine andere Art von Politikstil Einzug halten. Es muss von Berlin ein Zeichen ausgehen, dass sich progressive Politik machen lässt, dass die Probleme nicht nur des Teils der Gesellschaft wahrgenommen wird, der sich deutlich artikulieren kann, der durchsetzungsstark ist, sondern dass vor allem auch diejenigen im Blick der Stadtpolitik sind, die jeden Tag sehen müssen, wie sie über Wasser bleiben und die ohnehin immer knapper werdenden Segment von niedrig qualifizierten Arbeitsplätzen und Wohnungen umeinander konkurrieren. Und da ist das Wichtige, dass eine linke Partei nicht nur Hoffnung macht. Wir sind Protestpartei, haben wir bei TTIP, CETA am Sonntag gezeigt oder bei der Demonstration gegen die Lebensschützer, die selbsternannten. Wir sind aber eben auch Gestaltungspartei und uns reicht es nicht aus, Unzufriedenheit zu bündeln und gegen die da oben zu kanalisieren, sondern uns geht es darum, die Leute wieder zu politischen Akteuren zu machen. Wir haben, Gregor Gysi und ich, vor zwei Wochen nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern gesagt, wir müssen versuchen, die Hoffnung wieder auf die linke Seite zurückzuholen. Insofern steht ja jetzt ein ganz großes Maß an Arbeit vor uns. Mir wurde heute Morgen zugerufen, dass 98% unserer Wählerinnen und Wähler von uns erwarten, dass wir die Wahlergebnisse dann auch, ja, wenn es sich ermöglicht, wenn es inhaltlich uns vom Politikstil her passt, in Regierungsbeteiligung umsetzen. Das wird jetzt ein ganz harter Brocken Arbeit. Wie gesagt, große Erwartungen, damit auch ein großer Brocken Arbeit für uns, aber natürlich sind wir dazu bereit.